Ach, wie geil! Das ist ja der Hammer! Oh, das ist der Hammer! Sind wir in China? Huch, ja, ich will die nicht einschalten. Nein, ich möchte die nicht einschalten. So, tja, China, spannend. Was machen wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Huch, ich mache erstmal ganz kurz auf Pause. Sabrina, wo geht die denn jetzt hin? Die kann doch nicht einfach anfangen. Ankommen, die kann doch nicht einfach ankommen. Wirf einen Blick auf die Abenteuertafel. Das macht der Fridolin mal. Wo kommt man denn hier an? Sag mal, gibt es hier ein Hotel oder? Nee, das müssen wir uns selber nehmen. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Wirf einen Blick auf die Abenteuertafel. Ach, gucke mal. Sabrina van Damme hat China besucht und wird sich darin als exotischen Ort voller Fahrräder, Kampfkünstler und köstlichen Dimsum erinnern. Ach Mensch, jetzt kriege ich Hunger. Muss gleich Kaffee trinken. Ein exotischer Ort voller Fahrräder ist ja zum Glück überhaupt nicht Klischee. Fridolin Schlömpel, übrigens das gleiche, wollte ich mal sagen. Das Basislager ist der Stützpunkt für deinen Sim. Möchtest du gern mehr darüber erfahren? Verdammt, wir sind hier in China und nicht im Dschungel. Naja, das Basislager ist der Schutzpunkt für deinen Sim. Hier können Sims ihre Grundbedürfnisse erfüllen. Sieh dir die Abenteurertafel im Basiscamp an. Einheimische hängen dort häufig aufregende Abenteuer oder lukrative Geschäfte aus. Das machen wir doch gerade. Dein Sim ist soeben an einen neuen Ort voller Abenteuer angekommen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Natürlich! Bei der Ankunft an einem fremden Land gibt es jede Menge Dinge zu erledigen. Nutze die Annehmlichkeiten des Basiscamps, um den Bedürfnissen deines Sims gerecht zu werden. Melde dich in der lokalen Jobtafel für aufregende und ertragreiche Abenteuer an. Besuche den Markt in der Stadt, um ausländische Waren, Abenteuerausrüstung und sogar Abenteuerbelohnungen zu erwerben. Das machen wir doch glatt und wir sind jetzt für 3 Tage sind wir jetzt hier. Die verbotene Stadt besuchen, das ist doch verboten. Fridolin schon wieder. Einen Gelehrtengarten besuchen. Da müssen wir erstmal Sabrina verliebt umarmen, dann können wir das machen. Schauen aber erstmal auf die Tafel. Auf der Suche nach einem Abenteuer. Abenteuer18.de. Nein, ich bin auf der Suche nach einem kühnen Abenteurer, der mir ein antikes Relikt beschaffen soll. Die ganze Stadt habe ich nach so jemandem abgesucht, doch keiner hat den Mumm dazu. Bei Interesse bitte an Ho Sung King wenden. Ich rate dir, dich vorher mit Abenteurerzubehör wie einem Zelt, getrockneten Lebensmitteln und falls du Wert auf Hygiene liegst, einer Expressdusche einzudecken. Das und noch vieles mehr findest du im Kramladen. Zelt, getrocknete Lebensmittel und Expressdusche. Ich nehme das einfach mal an. So, und jetzt auf jeden Fall kontaktieren können wir jetzt, was macht sie denn da? Etwas lesen. Du bist im Urlaub, da wird doch nicht gelesen. Da wird RTL geguckt, ist doch klar. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo kann ich denn jetzt hin? Ich bin hier verwirrt. Ich guck mal ganz kurz, gibt's hier auch eine Übersicht? Dein Team bestreitet momentan kein Abenteuer in China. Sieh auf der Abenteuerkarte des Tafel des Basiscamps nach oder geh an das Telefon, wenn ein Einmischer ein Abenteuer für dein Team hat. Hallen der verlorenen Armee. Der Herrscherplatz. Markt von Shang Simla. Phoenix Kampfkunstakademie. Das deckt sich doch super mit der Kampfkunst lernen hier. Gelehrtengarten besuchen, verbotene Stadt besuchen, einen Einmischen kennenlernen. 450... 400, komm, weg damit, Einheimischen kennenlernen. Der Gelehrtengarten, Phoenix Kampfkunstakademie, Hans Obstgarten. Oh, es ist spannend, spannend, in der Ausland Abenteuer zu bestreiten. Land der Ahnen. Oh, verlasse eine Scheune. Kampfchrysantheme, heißt bestimmt so. Liu Pei, Besonderheitenhandel. Ach, hier sind die, ach, hier wohnen. Die Schlömpels wohnen da? Shang Simla Basiscamp. Ach so. Der Schlund des Drachen. Camp Pfingstrose. Die Terrakotta-Armee. Ach, die kennt ich sogar. Guck ich mal ganz kurz. Ich weiß aber nicht, wie die wirklich heißt. Genau. Die sind normalerweise gar nicht grün, sondern wirklich so in Terrakotta-Farben. Das hier ist ja kein Terrakotta-Farben. Das ist mehr so irgendein Grün. Ich weiß gar nicht, wie das Grün im Speziellen heißt. So, jetzt aber erstmal... Huch! Wo ist denn die verbotene Stadt? Der Tempel der Himmel. Drachenareal. Heiße... Oh, ich will in die heißen Quellen auf jeden Fall nochmal.
Nun gut. Wir scheinen hier mehr so in der Provinz gelandet zu sein irgendwo. Das ist aber auch in Ordnung so. So, mal gucken. Wir müssen uns im Basiscamp, glaube ich, mit irgendwas eindecken. Wir sind immer noch in der Pause. Ich gucke erstmal alles an. Hier können wir, wen können wir denn da auf der Suche nach einem Abenteuer? Das hört sich so falsch an, dass ich da gar keine Worte für habe. Können wir hier denn... Enras. Das ist irgendwie störend mit diesem Enras. Ist so ein bisschen störend. Ich würde mich nämlich gerne wirklich irgendwo im Krämerladen eindecken. Ich dachte, das kann ich im Basiscamp machen. Aber scheinbar ja nicht so. Oh, gucke mal. Natürlich auf dem Fahrrad, ist ja klar. Wuxio oder Wushu aus der Buchhandlung. Wusho. Dann schauen wir doch mal. Haben wir hier irgendwo einen Krämerladen, wo wir ein wenig herumkrämern können? Klingeln. Wir können da Klingelstreiche machen. Nach China fahren und Klingelstreiche machen. Klingeln. Klingeln. Herrscherplatz besuchen. Halle der verlorenen Armee besuchen. Markt. Können wir da nicht was kaufen beim Markt von Shang Simla? Mit Sabrina natürlich. Probieren wir es mal aus. Kann doch jetzt nichts schaden. Wie die alle Fahrrad fahren. Was hat der denn da eigentlich drüber? Was ist denn das da? Liu Pi Besonderheitenhandel. Kann man aber auch nicht draufklicken. Warte. Das hier ist also der Besonderheitenhandel. Und so sehen die Chinesen also aus. Naja, okay. Ich guck mir mal ein paar Chinesen an hier. So, aha, aha, ja, China Mann, hallo. Schneller. Kamerafahrt. Komm, wir machen nicht den RL-Witz, den machen wir jetzt mal nicht. Der ist wirklich schon zu abgedroschen und zu assi eigentlich. So. Die beiden haben jetzt natürlich auch kein Fahrrad dabei. Das heißt, das sind die einzigen Idioten, die hier durch die Gegend laufen. Denn wie jeder weiß, jeder Chinese hat einfach ein Fahrrad. Ach so. Natürlich. Bis zur Brücke zu Fuß laufen und dann mit dem Auto. Na los, wo seid ihr denn? Hallo, Framerate. Ja, ich weiß, die Grafiken sind alle neu, aber... Sims können tolle Dinge von überall auf der Welt kaufen. Möchtest du gern mehr darüber erfahren? Natürlich. Sabrina Van Damme hat Chinas verbotene Stadt besucht. Eine fotowürdige Erinnerung für das Notizbuch. Auf den Märkten fremder Städte können Sims Kontakte knüpfen und Waren von einheimischen Kaufleuten erstehen. Kramläden sind die besten Orte zum Erwerb von Abenteurerausrüstung wie getrockneten Lebensmitteln oder praktischen Expressduschen. Dann sind wir doch richtig, Gott sei Dank. Die einheimischen Lebensmittelhändler vertreiben eine große Auswahl von Kunden. Die vertreiben eine große Auswahl an köstlichen Lebensmitteln und Zutaten, mit denen die Sims neue Rezepte ausprobieren können. Bei Buchhändlern können einheimische Rezepte und einige Werke einheimischer Schriftsteller gekauft werden. Der Relikthändler hat einen interessanten Stand mit einer Vielzahl wertvoller oder auch wertloser Waren, die von Tag zu Tag variieren. Dort solltest du öfter vorbeischauen, um auf interessante Angebote zu stoßen. Wo nochmal? Beim Relikthändler. Es gibt einen besonderheitenhandelnden Sim, der auf dem Marktplatz umherzieht, um besondere Waren zu verkaufen. Dieser Händler akzeptiert nur antike Münzen und schließt manche Geschäfte nur mit Sims mit hohem Visum-Level ab. Oh, Relikthändler ist ja auch cool eigentlich. Ein Marktbesuch kann mit seinen unzähligen Bildern und Gerüchen überwältigend sein. Und das stimmt sowas von sehr. Also das kann so überwältigend sein, vor allen Dingen Nachtmärkte und sowas in Asien, das ist schon... Ist einfach, das muss man erlebt haben einfach, weil es einfach, das ist einfach toll. Ich habe gar kein anderes Wort dafür, ist einfach unfassbar schön und gut und toll, wenn man sich auf sowas einlassen kann. Ist nicht für jedermann, weil halt wirklich viele Gerüche auf einen einströmen. Und gerade wenn man es nicht gewohnt ist, kann einem vielleicht ein bisschen übel werden oder sowas. Aber es ist im Grunde genommen, es ist einfach unfassbar geil, muss man einfach mal so sagen. So, diese einzigartige Erinnerung hat alle Sinne von Sabrina Van Damme angesprochen. Friedolin Schlömpel hat er auch. Jawohl, kennen wir ja. Und jetzt ab dafür. Wir gehen bummeln. Wir gehen also bummeln. Durchsuchen. Kaufen wir mal was. Und zwar würde ich sagen, wir kaufen uns erstmal so ein bisschen Ausrüstung. Können wir da nicht reingehen?
man das, DJ? Was kauft man denn da jetzt? No. Objekte kaufen, aber was denn? Ah, okay. Kampfkunst 1, das kaufen wir für Sabrina, da freut die sich. China-Pfanne, Frühlingsrollen, das sollten wir eigentlich alles mal kommen. Für Frikadella, hübsche Dekorationen. Und Koi-Fang. Jimmy Sprocket und die Höhle des Drachen ist auf jeden Fall total chinesisch. Das muss einfach althergebrachte Kultur sein, weil Jimmy Sprocket ist auf jeden Fall auch ein super traditioneller Name in China, das weiß man ja. Kleinkinder und Essstäbchen, das Jahr des Lamas, das Zeitalter des Drachen, Leben und Erlebtes von Mr. Chan, Li Bing und die Tochter des Königs, Taktiken der königlichen Armee. Raimundo der Drache, die Begleitung des Reistouristen. Wie aus dem Regen die Welt entstand. Ach, schön. Der Umgang mit Feuerwerken, die Memoiren. Ach, ist ein Buchladen einfach nur, ne? Nudeln mit Sauerkraut. Würde ich auch 2400 Simoleons zahlen. Nudeln mit Sauerkraut ist auf jeden Fall super. Simfu, Kicks in der Luft. Cool. Wir fangen erstmal mit Level 1 an und dann gucken wir mal. So, Objekte kaufen, aber ich wollte ja gar nicht in den Buchladen. So, wo können wir denn noch hin? Sabrina van Damme. Glückwunsch, Xing hat Fähigkeiten Charisma Level 2 erreicht. Das ist ja super. Was liest denn der jetzt da? Mord und Schönsichtigen lesen. Ganz klar ist die richtige Wahl. Kleine Bratreiskunde lesen. Gelehrtengarten besuchen. Kann ich hier nicht einfach... Wo kann ich denn sonst was kaufen hier? Klingeln, Ostturm besuchen, Grundstück mit Gruppe besuchen. Nordturm besuchen, das ist ja alles ganz schön. Aber ich würde ja gerne, ich will ja gerne irgendwas kaufen. Hier die Ausrüstung würde ich gerne irgendwo kaufen. Man kann die Türme besuchen, das ist ja schon vom Feinsten. Kann ich hier vielleicht... Sabrina ist da gerade drin? Ach, jetzt kann ich da rein. Okay, Essenskasse. Essen kaufen. Gesundheit! So, Sabrina kann eigentlich dann auch mal Kampfkunst lernen. Wobei, das Buch hat sie ja eh. Das kann sie ja dann auch zu Hause lernen. Do you have any Büchers? Stuff like Essen? Dim Sum fruchtbaren Pfannkuchen, was? Fruchtparfait, das will ich alles gar nicht. Schicksal ausdenken. Gutes Schicksal. Denk dir ein neues Schicksal für die Datenbank des Glückskeksbäckers aus. Es gibt keine Glückskekse in China, Mann. Vielleicht inzwischen als Touristenattraktion, aber die kommen ja ursprünglich aus, war das Amerika? Ich weiß es gar nicht. Irgendwer hat die Glückskekse erfunden, aber jedenfalls nicht die Chinesen. Das wurde einfach nur so als Gimmick verkauft für leichtgläubige Menschen, die da gerne Spaß dran haben. Oder für Leute, für Leichtgläubige und für Menschen, die gerne Spaß dran haben. Ein Schicksal ausdenken. Warte. Dir wächst ein Fußnagel in Form von Jesus. Weil das ist einfach chinesische Tradition. So, Glückskekse backen. Mal gucken, was passiert. Aha, Pulver rein, Wasser rein. Hier noch wichtige Spurenelemente. Und jetzt gibt es den unglaublich trockenen Glückskeks. Na los. Aha. So, aha. Schnarch. Und Glückskekse. So, was steht denn da bloß auf dem Glückskeks?